Herzlich willkommen zu Anfänger lernen nähen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Angelika. Es ist eine neue Videoreihe und sie startet ganz am Anfang. Ich erkläre euch zunächst die Basics. Die Videos sind kurz und knapp und in jedem Video geht es nur um ein einziges Thema. Es gibt ein Inhaltsverzeichnis. Ihr könnt es auf Google Drive herunterladen. Der Link dazu ist unten in der Beschreibungsbox. Wenn euch die Videos weiterhelfen, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und jetzt fangen wir auch schon an. Im letzten Video haben wir die Fadenspannung optimiert. Heute wollen wir uns um Stichlänge und Stichbreite kümmern. Ich nähe zunächst nochmal einen Geradstich. Hier unten stelle ich an meiner Maschine die Stichlänge ein. Wenn hier 2 steht, dann sind das 2 mm. Nadel nach unten, Stoff nach hinten wegziehen und abschneiden. Das ist jetzt mein Stich 2. Bei mir geht das bis Stichlänge 6. Den mache ich euch nochmal daneben. Hier oben stelle ich die Stichbreite ein, die habe ich jetzt als auf 0 und deshalb näht es einen Geradstich. Wenn ich hier nach rechts gehe, ich gehe jetzt mal auf 2,5, Fäden festhalten, Füßchen hoch, Nadel, die ist jetzt schon im Herunterkommen. Dann habe ich einen schmalen Zickzackstich und jetzt gehe ich hier auf 5. Das ist in meinem Fall die breiteste Breite. Fäden festhalten. Das ist jetzt ein Stich mit größtmöglicher Stichlänge und größtmöglicher Stichbreite. Wenn ich jetzt meine Stichlänge hier wieder verkürze auf etwas unter 2 mm, Fäden festhalten, Nadel im Herunterkommen stehen lassen, dann habe ich einen breiten, kurzen Stich und der eignet sich sehr gut zum Versäubern. Was ihr jetzt hier sehen könnt, ist, dass auf der Oberseite der orangefarbene Faden erscheint. Das heißt, ich muss jetzt hier für diesen Stich die Fadenspannung unten ein bisschen verringern oder oben ein bisschen erhöhen. Also auf der rechten Seite soll nur der grüne und auf der linken Seite soll nur der orangefarbene Faden zu sehen sein. Ihr seht also, das Einstellen der Fadenspannung ist keine Sache, die man einmal für immer macht. Das muss man bei jedem Nähprojekt wieder neu justieren. Es kommt auch immer darauf an, habe ich einen dünnen Stoff, habe ich einen dicken Stoff oder habe ich 2 Lagen Stoff oder habe ich 4 Lagen Stoff. Wenn ihr mal eine Hose näht, da bekommt ihr sehr schnell sehr viele Lagen Stoff. Dann muss die Fadenspannung angepasst werden. Also Stichlänge und Stichbreite habe ich euch gezeigt. Bei manchen Maschinen geht das stufenlos, bei meiner hier zum Beispiel. Die Fadenspannung, die Stichbreite und die Stichlänge kann ich stufenlos einstellen. Bei älteren Maschinen möglicherweise rastet das auch ein und ihr habt vielleicht nur 3 oder 4 Wahlmöglichkeiten. Jetzt möchte ich euch noch etwas zeigen, was ältere Maschinen möglicherweise auch nicht haben, neuere aber durchaus. Und das ist die Nadellage. Dazu stelle ich jetzt mal hier wieder auf 0, also Stichbreite auf 0, so dass die Maschine einen Geradstich näht. Dieses Rädchen hier zeigt die Nadellage an. Die Nadel steht normalerweise in der Mitte des Füßchens und hier oben stehe ich in der Mitte dieses Ovales. Wenn ich das nach rechts drehe,
Jetzt steht der Kreis ganz rechts, jetzt steht meine Nadel auch rechts. Und wenn ich nach links drehe, dann steht es links. Das hat möglicherweise nicht jede Maschine und manchmal ist es nur ein Einrasten. In diesem Fall hier kann ich es stufenlos einstellen. Das ist eine Funktion, die brauchen wir später, zum Beispiel zum Einnähen eines Reißverschlusses und um einen Stich näher an die Stoffkante oder weiter von der Stoffkante wegzulegen. Dies war Video Nummer 4 und in Video Nummer 5 lernen wir verschiedene Nahttypen kennen.